Yo Kids, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 und wir spielen heute Flicky, die kleine Flickenblume. Ist sie nicht niedlich, die kleine Flicky? Mal sehen, was wir mit ihr heute reißen können. Denn ich hatte heute wirklich nur Pech. Ich spiele ungefähr schon 2 Stunden, um ein relativ ordentliches Gameplay hinzubekommen. Aber leider bin ich immer in so Lobbys, wo entweder alle rausgehen oder die Zombies ernten den Spawn der Pflanzen oder umgekehrt. Sprich, nur Scheiße. Naja, eine Vorlage. Damit kann ich leben. Hauptsache, wir nehmen mal ein bisschen den Garten ein. Guck mal hier, lecker, lecker Heilung. Nur für dich. Ich bin heute Support. Und ich habe mich entschieden, heute ein bisschen Flicky zu spielen, weil Flicky ist irgendwie cool. Ist eine feine Lady. Ah, verdammt. Verdammt. Da wurde ich von allen Ecken terminiert. Ey, ich habe dem gar keinen Schaden gemacht. Dabei ist die Flickenblume eigentlich gar nicht mal so übel. Die kann man definitiv spielen. Aber wie es scheint, werden wir schon wieder hier ganz schön in die Mangel genommen. Und ich kann halt auch nicht zaubern, auch wenn ich Flicky bin. Krepier! Oh shit, ich bekomm's hier wieder von allen Seiten. Mann, tut das gut. Und da wurde ich schon wieder zerbombt. Ich will einfach nur gewinnen. Ich will einfach nur mal den ersten Garten einnehmen. Da wäre ich schon wahnsinnig happy. Aber man sieht das, die Zombies ernten den Spawn. Wir steigen drauf ein. Und kommen nicht voran. Selbst wenn ich hier ein bisschen Unterstützung holen würde. Freundliches Kraut von nebenan. Es wäre nicht genug. Oh nein, Flicky. Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Vorsicht! Vorlage. Durchhalten. Mann, wir müssen ran. Offensive. Wo ist der Teleport? Auf der anderen Seite, ne? Ich versuche mein Glück. Ich versuche mich da irgendwie durchzudrücken. Und vielleicht kann ich hier noch einen guten Zombie holen. Und der hilft mir ein bisschen beim Einnehmen. Zombie, Kraut. Ein gutes Kraut. Ah, verdammt, der hat mich gesehen. Flicky! Oh Gott, Flicky hat keine Chance gegen den hier. Keine Chance. Ich meine, der Typ ist ja mega Imba unterwegs. Haben wir ja bei mir gesehen, wie ich da einfach mal alles zerlegt habe, was man nur zerlegen kann. Aber ich glaube, mein Kraut ist durchgekommen. Habe ich schon irgendwas getötet? Als kleine Flicky? Ich bin tot, weil da hinten hat mich jemand gesehen. Oh, verdammt. Mein Leben ist hart. Mein Leben ist richtig, richtig hart. Aber hey, ich versuch's. Ich versuch's. Ich bin einfach nur die wohlwollende Gestalt, die unterstützt. Hier, Pusteblume. Und dann nehme ich noch einen von denen hier. Ich trage auch ein bisschen was dazu bei. Aber ganz ehrlich, die Flickenblume liegt mir gar nicht. Ich finde die nicht besonders. Vampir-Variante, mega geil. Und ich bin schon wieder tot. Tja, da hatte ich Glück. Da hatte ich echt Glück. Und ich spawn noch irgendwo ganz hinten. Also die Vampir-Variante finde ich mega gut. Aber hier die Flicke. Nee. Gar nicht meins. Design top. Cooles Merchandise. Aber vielleicht schafft es Flicky hier nochmal irgendwie zurückzukommen. Comeback Story of a Lifetime. Yes, ich hab einen Kill. Komm schon. Zack, hier Rambo. Ich hab noch einen Kill. Gott, bin ich gut. Alter, ich sag es passiert. Das Comeback.
Was haben wir hier drüben? Piraten. Komm schon. Oh nein, 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 nein. Gar nicht gut. Achtung, Vorsicht. Oh, ich bin geslowt. Durch den Wirbel. Vorlage. Wir heilen uns alle gegenseitig. United. Für die Pflanzen. Flicky. Go, Flicky, go. Vorlage. Bin ich schon zufrieden. Man muss halt auch die können, die nicht so gut sind. Das ist der Trick. Gute Spieler können alles. Und geben niemals auf. Was ist das? Hier, nimm meine Heilung. Aber lass mir meine Heilung. Oh, irgendjemand hat eingenommen. Das finde ich gut. Ich gebe noch einen Krautsalat aus. Ah, ein hartes Tackling. Oi, oi, oi. Kein Entkommen. Der Wicht hätte mich so oder so zerlegt. Yep, er hat mich zerlegt. Ich dachte noch, es wäre der Schuss gewesen. Aber nein, der Wicht. Der verdammte Wicht. Wieso treffe ich ihn denn nicht? Habt ihr es gerade gesehen? Ich schieße volle Kanne. Ey, ich verstehe dieses Spiel seit ungefähr 3 Tagen nicht mehr. Irgendwie ab und zu treffe ich, ab und zu treffe ich nicht, ab und zu mache ich Schaden, ab und zu nicht. Das ist alles total merkwürdig geworden. Mach ihn tot. Großer Gott. Wie viel Leben hat der denn? Unglaublich. 14% noch. Der rennt immer noch bei unserem Spawn da hinten rum. Und mordet munter weiter. Okay, wir müssen rein, Jungs. Da ist schon jemand drin. Gut. Go, go, Flicky. Wir haben dich alle lieb. Go, go, Flicky. I believe. Achtung, der kommt. Zieh dich zurück, Dude. Ah, 2 Superhelden. Ja, sicher. Doppelt hier reingedödelt. Oh, das sieht schlecht aus. Der Teleport wurde zerstört. Go, Flicky. Wir brauchen jetzt einen Flickenbonder. Ah, verdammt. Achtung, Piraten. Oh, no. Level 7, Vorlage. Ja, gegen so einen Wissenschaftler habe ich wenig zu melden. Verdammt wenig zu melden. Es wird eine Herausforderung, die Flickenblume hier hochzubringen. Aber wie gesagt, Gewinner kämpfen mit dem, was sie haben. Oh, wie schnell man down geht. 36%. Der Typ, der springt einfach rüber. 3 Schuss, ich bin tot. Ist halt schon mies. Also der ist wirklich mies. Oh, irgendjemand. Irgendjemand. Yes. Verdammt. Ich hol dich. Aha, da ist der Kollege ja schon wieder. Er ist gestorben. Geh rein. Ich versuch's mit allen Mitteln. Ich bin tot. Aber irgendjemand ist noch drin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ja, wir haben es. Wir haben es wirklich. Flicky. Du hast es mal wieder geschafft. Du kleine Notte, du. Achtung.
Warum denn ich? Warum denn immer auf die Flickenblume? Was habe ich getan? Ich bin doch nur eine nette kleine Blume. Aus Stoff. Innen weich. Außen weich. Ich bin doch nur Spielzeug. Flicky, wir brauchen dich. Was ist denn da los? Vorlagen. Komm schon, Flicky. Warum sterben unsere Jungs? Nein! Dammit! Komm schon, stirb! Oh yes, Flicky. Nein, da kommt der Nächste. Ist doch mies. Flicky! Nein! Oh, Flicky. Wir haben alle an dich geglaubt. Wir haben alle hart an dich geglaubt. Go, Flicky! Go! Ah, Mist, ich wollte dich noch holen. Bruder, ich wollte dich wirklich noch holen. Was läuft hier schon wieder? Genau das meine ich. Ich halte voll drauf und treffe irgendwie trotzdem ab und zu nicht. Flicky, nein! Flicky lebt noch. Achtung, Wicht! Ah, verdammt, 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 verdammt. Halte durch, Dude. Flicky. Wird's richten. Flicky. Wird deine Gegner vernichten. Es ist Flicky. Die super krasse Gangsterstoffpuppe. Brauchst du Heilung? No! Oh, von hinten wieder der. Und der Wicht von vorne. Ah, ich habe wirklich schlechte Karten. Aber wie gesagt, ein echter Hardcore-Held, der spielt mit den schlechtesten Karten. Und reißt am Ende doch irgendwas. Kommt schon, Leute, wir müssen in den Garten rein. Wir sind unter 2 Minuten. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Vorlage, Flicky, Vorlage. Muss es auch geben, Flicky. Ab und zu braucht man auch Vorlagen, um zu gewinnen. Holt euch den Typen. No! Der Stun! Hier ist die Heilung. Ich bin hinter ihm. Verdammt! Noch 1 Minute, wir müssen uns vorarbeiten. No! Heilung! Oh, verdammt, 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 verdammt! Yes, Flicky! Du bist die Hoffnung! Flicky, willst wissen? Ab und zu funktioniert sie auch als Kissen. No, 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 wir müssen rein, wir müssen rein. Oh, Wissenschaftler. Zu viele Wissenschaftler. Und ich bin tot. Hätte ich jetzt irgend so eine super krasse Pflanze, ich würde euch so rund machen, Leute. Wir müssen rein. Renn, kleine Flicky! Ich bin drin irgendwie! Ich glaube, wir haben ein bisschen was eingenommen. 0,5. Also der hier kann mich echt nicht leiden. Und wir verlieren. Mann, Mann, Mann. Also heute Vorlagenmeister. Naja, wenigstens das.
Ich sag ja, heute könnt ihr vergessen. Ihr könnt es heute echt vergessen. Ich spiele schon ewig, um jetzt ansatzweise ein bisschen was zu reißen. Und die Flickenblume, die ist echt... Na, sie ist nicht mega beschissen. Aber sie ist halt ein Supporter, durch und durch. Naja, wir stehen auf dem Treppchen. Ich habe alles gegeben. Ich habe wirklich alles gegeben. Die 8 Kills, die waren bitterböse verdient. Bewertung bitte, um meine Wunden zu flicken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss!